ab meine Botschaft von Häuptling Mineva. Du stehst mit deinen Leuten auf Shirogi-Land. Ihr will Frieden halten. Doch wenn ihr dieses Gebiet nicht verlasst, kommt es zum Kampf zwischen uns. Dann sagt deinem Häuptling folgende Antwort. Ich lasse mich nicht vertreiben, weil ein Wilder irgendwelche Drohungen ausstößt. Und wenn er Kampf will, kann der McIntosh-Clan ihm damit dienen. Und jetzt verschwindet ihr! Wir sind dann soweit! Alles beiseite gehen! Du auch, mein Junge! Wird nicht lange mehr dauern. Dann sind die Blockhäuser fertig und Ma und ihr Schwestern können nachkommen. Nächste Woche, Großvater? So schnell vielleicht nicht, aber bald. Es gibt dafür keinen Grund. Gewaltigen Becky. Ich bringe dir Huhn, Honig und Brat. Die Ameisen werden sich freuen. Warum rennt er denn so? Keine Ahnung, aber ich möchte es herausfinden. Israel! Israel! Du vor? Ich will was holen. Es scheint mir so, als hättest du es bereits. Pfeffer? Wir brauchen es zum Kochen. Wir? Mein Luther und ich. Ach, der Sohn von Häuptling Mineva. Ja, Ma, wir sind Freunde. Ja, ja, ich weiß. Ich wüsste nur gern, wo in aller Welt wollt ihr denn kochen? Am Friedensbaum. Warum denn da? Das verstehst du nicht, du bist zu alt. Auch wenn ich alt bin, seiner Ma sagt man alles. Weil mein Luther sagt, da ist es zum Medizinkochen gut. Dort pflanzen die Cherokees und die Siedler den Baum. Das weißt du ja, dass immer Frieden herrschen soll. Da liegt das Kriegsbeil in der Erde. Es ist ein guter Platz dafür. Ihr kocht also Medizin, Indianermedizin. Und wie viel Pfeffer braucht ihr dazu? Wie viel können wir haben? Viel jedenfalls nicht. Halt deine Hand auf. Reicht das? Danke, Ma! Erinnerst du dich an die Schotten geführt von einem Mann namens McIntosh? Ja, 12 Männer mit einem Jungen kamen vor 2 Wochen durch Boonesboro und sind nach Norden gezogen.
Sie sind nicht weitergezogen. Sie fällen Bäume für Blockhütten auf Deerhorn Flat. Das wundert mich. Aber McIntosh sagt, das Land gehört niemandem und er lässt sich nicht vertreiben. Wann hast du mit ihm gesprochen? Minerva hat 3 von uns hingeschickt, um ihm zu sagen, es ist unser Land. Wir wurden von Deerhorn Flat weggejagt. Einer von unseren Booten hat versucht, ihm einen Pfeil zu verpassen. So ein Dummkopf. Befolgen einfach nicht meinen Rat. Vermutlich denken sie, dass... Was sie denken, ist völlig klar. Wir sind Wilde und betreten Deerhorn Flat auf eigene Gefahr. Jemand muss McIntosh sagen, er setzt sich auf einen Ameisenhaufen. Viel schlimmer noch, Daniel. Minerva ist äußerst verärgert. Er kann solche frechen Eindringlinge nicht leiden, die sich auf unserem Land niederlassen, ohne zu fragen. Nun ja, niemand mag die. Wenn sie zuhörten, würden wir ihnen ja gern die Verträge erklären. Die meisten Cherokee denken, es wurde schon zu viel geredet. Tafende und Pushta und einige andere schärfen schon ihre Pfeile und wollen sie loswerden. Na, dann machen wir doch mal einen Spaziergang. Nicht. Peter Puni, der Medizinmann, sagt, das muss so riechen. Wenn Kinder schnell wachsen und laufen wollen, müssen sie sich das in die Haut einreiben. Was ist drin? Alles weiß ich selbst nicht. Hirschhorn, Bär- und Biberfett und Froschhaut. Salz von nah bekam ich Pfeffer. Pfeffer? Nein, das war gerade eine Blattlaus. Schmierst du Hirschhornsud auf die Beine, kannst du schnell laufen und ganz hoch springen. Bärenfett macht einen stark. Was macht Pfeffer? Vielleicht ist Pfeffer auch gar nicht so wichtig. Geht es jetzt mit dem Kochen los? Peter Puni sagt, es fehlt noch was. Das müssen wir suchen. Er hat's nicht gehabt. Und das wäre? Haare vom Hasen, damit wir springen können. Haare vom Stinktier, damit wir riechen können. Haare vom Fuchs, die machen uns klug. Augen vom Frosch, damit wir sehen unter Wasser. Und Sud von Brennnesseln macht uns gefeit gegen die Pfeile. Ist das alles? Das ist alles. Thank you.
deine Nase umso viel schiefer wäre, würdest du selber tun. Ich kann einen Baum in meiner Plantage nicht ertragen, der nicht gerade steht. Also gut, es ist jetzt gerade genug. Na los! Großvater, guck, da kommt jemand. Ah, das ist Mr. Boone. Komm, Junge. Mr. Boone. Mr. McIntosh. Dies ist mein Enkel Dougal McIntosh. Er hält für mich Ausschau. Wir dachten, Sie wären ein Wilder. Wir wurden von Wilden bedroht. Ja, davon habe ich schon gehört. Falls Sie mit Zug packen wollen, wären wir froh. Ich nehme an, die Wilden sind uns an Zahl überlegen. Sie begehen einen Irrtum, wenn Sie sie für Wilder halten. Sie sind Cherokees. Und Sie sind ihnen wirklich an Zahl weit überlegen. Und wollen Sie uns helfen, Mr. Boone? Indem ich mit Ihnen sprechen werde. Aber nicht in der Weise, wie Sie erwarten. Was wollen Sie damit sagen? Als wir uns das erste Mal sprachen, dachte ich, ich hätte mich klar ausgedrückt. Es ist eigentlich ganz einfach. Dieses Gebiet hier ist nicht irgendein Stück Land. Es ist das einzige Tal, das die Cherokees noch besitzen. Das Dammwild und die Elche durchqueren die Ebene, um zum Pass da oben zu gelangen. Sie ziehen rauf im Frühling und mit dem ersten Schnee kommen sie zurück. Wenn hier eine Siedlung entsteht, wird das Wild ein für alle Mal vertrieben. Das würde für die Cherokees Schlimmes bedeuten. Sie würden das vielleicht nicht überleben, Mr. McIntosh. Niemand sollte sich nur vom Jagen ernähren. Man soll säen, pflügen und Ernte einbringen. Aber so leben sie seit 1000 Jahren. Sie können ihre Lebensweise nicht auf einmal ändern. Ich bin einer, der sich auskennt mit der Armut. Bis wir hier ankamen, gab es viel Leid. Und mancher von uns starb unterwegs. Doch jetzt haben wir es geschafft. Wir haben den Boden gefunden, den wir brauchen. Wir müssen jetzt unsere Blockhäuser bauen, die Plantagen anlegen, bevor der Winter einbricht. Wenn wir hier bleiben, reicht uns die Zeit. Sie reicht nicht, wenn wir weiterziehen. Ich hätte gern gewusst, was Sie anbauen. Äpfel. McIntosh-Äpfel. Mit dem feinen Aroma. Wir bauen natürlich auch noch anderes an. Doch ist Obst für uns die Hauptkultur. Nehmen Sie sich ruhig ein paar mit. Als Gabe von Roderick McIntosh. Die Kinder werden sich freuen. Danke. Überleben wir, gibt's noch mehr davon. Sie bleiben also hier? Ja, auch dann, wenn wir mit den Indianern darum kämpfen müssen. Haben Sie Indianer schon mal kämpfen sehen? Das zwar nicht. Aber ich. Und ich möchte es bei Gott nicht nochmal erleben. Dies ist Besitz der Indianer. Sie sind hier nicht erwünscht. Klingt wie ein letztes Wort, Mr. Boone. Das habe nicht ich zu sprechen, sondern die Cherokees. Ula, ula, aga. Ula, ula, aga. Ula, ula, aga. Ula, ula, aga. Aga, aga, ula. Aga, aga, ula. Ula, ula, aga. Ich bin müde, reicht das nicht? Ula, ula, aga. Ula, ula, aga. Ula, ula, aga. Ula. Ula, ula, aga. Genug, na das meine ich auch. Ist es fertig? Ich denke. Wir nehmen es jetzt runter. Wir müssen pusten. Ja. Tu so, als ob du nicht siehst.
sag mir, da wirst du es merken. Und wieso hast du ein Kleid an? Ein Kilt habe ich an. Bei uns wird sowas von Männern getragen. Los, kämpfen wir. Ich beweise es dir. Nicht nötig. Ich glaub's auch ohne Beweis. Und wie heißt du? Jugal McIntosh. Und wie heißt du? Isra Boone. Du bist einer von den Neuen im Tal. Ja, genau. Ist er ein Wilder? Ich bin Mon Luther, Sohn von Meneva, Häuptling der Cherokee. Warum schmiert ihr euer Gesicht ein? Nicht eingeschmiert, angemalt, weil wir Medizin kochen. Ach, tut mir leid, dass ihr krank seid. Nicht solche Medizin. Komm mit, wir zeigen's dir. Indianermedizin wirkt magisch, wenn sie kräftig riecht. Kräftig riecht sie. Nur starke Medizin ist gut. Was drin ist, ist geheim. Sein Medizinmann hat uns gesagt, was hineingehört. Wir haben versprochen, es nicht zu verraten. Es wirkt also magisch? Es macht Männer stark. Du reibst dich damit ein und wächst. Sofort. Ohne viel zu warten. Du reibst dich ein und wächst. Das kann ich nicht glauben. Na gut, wir zeigen's. Komm jetzt, Mon Luther. Minerva, diese Schotten sind noch nicht mal üble Leute, weißt du. Etwas zu dickköpfig vielleicht, um auf einen fremden Rat zu hören. Sie müssen weg von hier. Ja, natürlich. Bloß wie kann man sie davon überzeugen? Sie haben viel durchgemacht auf ihrem langen Weg. Und dieses Land ist für sie jetzt die Erfüllung. Dies ist unser Land. Wenn sie nicht von selbst gehen, vertreiben wir sie. Minerva, eher treibst du einen Bären in ein Fuchsloch. Mach dich darauf gefasst. Dann erlegen wir den Bären. Na, das ist nicht so leicht, wie du denkst. Und viele eurer Wigwams werden leer stehen, bis das geschafft sein wird. Kämpfen, sterben ist ehrenhafter, als wenn wir verhungern. Mir wär's lieber, es müsste keiner sterben, egal woran.
Die Schatten sind meine Brüder. Und ihr seid meine Brüder. Wir können alle in Frieden leben. Sie müssen weg von hier. Ich werde tun, was ich kann, damit es geschieht. Aber etwas Zeit musst du mir lassen. Wie viel Zeit brauchst du? 5 Tage. 5 Tage. 5 Tage. Meneva, Daniel, was gibt es? Ich habe es gesehen. Das Rotwild kommt. Wo? Am White River bei Three Forks. Dies Jahr kommen sie früh aus den Bergen. Das verspricht einen harten Winter. Die ersten werden die Iron Flat in 3 Tagen erreichen. Dann bleibt mir ja noch weniger Zeit, diesem Schotten ins Gewissen zu reden. Jetzt also nur 2 Tage. Wenn der Bär das Tal dann nicht verlässt, wird er vertrieben von uns oder getötet. Was machst du denn da? Was ich mache, fragst du? Riechst du denn überhaupt nicht? Doch, und ob ich das rieche? Ich rieche das schon eine Viertelmeile lang. Der Wind muss günstig stehen. Oh, so weit reicht der Gestank. Was kann das sein? Hast du den Eindruck, es kommt von uns? Ich habe kurz reingeschaut bei Miss Bradley und als ich nach Hause komme und die Tür aufmache, falle ich um. Und ich kann nicht rausfinden, Becky, wo der kommt. Das kommt nicht von drinnen. Es ist draußen. Werden Sie? Wachsen, Paar, wachsen! Soll das etwa heißen, dies stinkende Zeug bewirkt, dass man wächst? Klar, Paar! Es ist Indianermedizin! Hat er das Zeug allein ohne fremde Hilfe gekocht? Oder hat vielleicht Peter Pooney dabei geholfen? Woher weißt du das? Ich bin Hellseher. Er gab euch das Rezept dafür und gab euch sicher auch die Zutaten. Nicht alle Paar. Bestimmt das, was so herzhaft duftet. Woher weißt du das? Naja, Peter Pooney kenne ich schon eine Ewigkeit. Er ist ein Mann, der mit Kindern gern Späße veranstaltet. Das war kein Spaß, sondern echte Chirurgie-Medizin. Das stimmt doch, Paar, oder? Wenn die Medizin richtig gemacht ist, wirkt sie auch. Ja, viele meinen das. Ich habe herausgefunden, dass ein fester Glaube dasselbe bewirkt. Oh, endlich habe ich die Kinder im Bett. Daniel, wer ist nun im Recht?
Mineva ist genauso stur wie McIntosh. Sie geben beide nicht nach. Die Frage ist, ob du Mokassins oder Schuhe trägst. Wer an den Füßen Mokassins hat, weiß, dass er Deerhorn Flat freihalten muss. Sonst wird er den Winter nicht überstehen. Und wer wie McIntosh Schuhe trägt, weiß, dass vor dem ersten Schnee Unterkunft da sein muss. Sonst gehen die Menschen zugrunde. Und unsere Leute aus Boonesboro, zu wem werden die halten? Auf diese Frage weiß ich selber noch keine Antwort. Wir wollen Frieden mit den Cherokees. Und auf welche Seite wirst du dich stellen? Zu den Cherokees. Ich sagte, McIntosh, er soll weggehen. Ich muss dazu stehen, was ich für richtig befand. McIntosh ist im Unrecht. Ich werde nicht mit ansehen, wie er die ganze Siedlung in Gefahr bringt. Warte, Mon Luther. Drei Zoll in einer Nacht. Wow. So wirkt diese Medizin. Ich kann nicht verstehen, wieso du nicht baden musstest. Weil Cherokee-Krieger fast immer so riechen. Puh, Mann, hast du's leicht. Ich wäre auch gern ein Cherokee. Du hast ein Cherokee zum Bruder. Haben sie dich auch zum Baden gezwungen? Klar, kaum war ich zu Hause, wurde ich ins Wasser gesteckt. Mein Luther hat alles noch dran. Er ist so viel gewachsen. Das glaube ich nicht. Zeig sie, mein Luther. Wenn er die Hacken runternimmt, ist er nicht gewachsen. Dann hast du die ganze Nacht gestunken und alles umsonst? Ich muss euch sagen, dass ich nicht mehr herkommen kann. Mein Großvater sagt, es wird Krieg geben mit den Indianern. Auch bei uns wird vom Krieg geredet. Weil euer Stamm siedelt, wo das Wild durchzieht. Und wenn sie weggehen? Dann bleiben wir friedlich. Sag doch deinem Großvater, er soll woanders hingehen. Dann bleibt es friedlich. Mein Großvater hat schon mit allen beraten. Er sagt, es ist zwar kein guter Boden, aber die Mühe darf nicht umsonst sein. Wir wollen da bleiben, sagt er. Dann kommt es also zum Kampf. Was wird dein Paar und die Leute von Boonesboro tun? Kämpfen sie gegen uns? Vielleicht. Wahrscheinlich. Dann wird unser Baum gefällt, getötet. Ja. Was hat der Baum damit zu tun? Weil er der Friedensbaum ist. Weil hier die Siedler kämpften gegen die Cherokees am Anfang. Viele Scalps, viele Blockhütten brannten. Dann haben Pa, Mingo und Häuptling Maneva aufgehört damit. Die Friedenspfeife wurde geraucht und der Friedensbaum gepflanzt. Und solange er wächst, brennen keine Scalps und keine Blockhütten. Hier wurde das Kriegsbeil begraben. Und wenn jemand zu kämpfen wünscht, muss er vorher erst das Kriegsbeil rausholen und den Friedensbaum fällen. Wenn mein Paar gegen dein Paar kämpft, dann werden auch wir kämpfen müssen. Höchstwahrscheinlich. Skalpierst du mich dann? Ich weiß gar nicht wie. Wenn ich es dir sage und du weißt also wie, würdest du es denn machen? Würdest du mich töten? Nein, du bist mein Freund. Und du? Nein, Sir, niemals. Ich könnte weder dich noch dich töten. Und muss ich angreifen, töte ich mich selbst. Nein, nur weil die Großen an einem Tag Freunde sind und am nächsten Tag Feinde, müssen wir nicht dasselbe tun. Was können wir aber tun? Ich weiß, wir machen Friedensmedizin. Mon Luther, du kannst Peter Puni fragen, was sie brauchen. Ja, gleich heute. Aber die, mit der wir uns eingerieben haben, war nicht gut. Mein Großvater hat gesagt, das ist reiner Unfug. Mein Paar sagt was anderes. Ganz egal, was du reinmachst. Du musst fest daran glauben. Musst es wünschen und versuchen. Und dann ist es gute Medizin. Willst du kämpfen und töten? Oder willst du uns helfen? Alles klar, ich will helfen.
Tafend? Gegen wen wollt ihr ziehen? Gegen die Siedler von Dion Flat. Nein, wir haben Frieden. Nicht mehr lange. Mein Vater gab ihnen 2 Tage. Wofür? Damit sie abziehen können. Davon merkt man nichts. Sie bereiten Lager und Waffen vor. Sie wollen uns töten. Munition zur Verteidigung von Grund und Boden. So scharf wie ein Cherokee. Jeder auf seinem Standpunkt. Weil jeder von beiden denkt, dass das Leben seiner Leute bedroht ist. Halt dich in der Nähe vom Haus auf, Israel, damit dir nichts zustößt. Ja, Pa, ich bleib hier. Du auch, Timaima. Ist gut, Pa. Mit Hilfe der Friedensmedizin. Die hält jeden vom Kampf ab. Zeig mir deine Waffe, die getötet hat. Sieht aus, als hätte sie jemanden getötet. Zeig mir deine. Damit wurden Hühner geschlachtet. Das war auch töten. Ich habe Pulver und Kugeln von Paar. Die sind dafür da, jemanden zu töten. Für immer. Also, wir haben etwas von beiden Seiten, was tötet. Und das wird nun für immer und ewig in der Erde vergraben werden. Hat Peter Puni gesagt. Ja, vergraben in der Erde, dass es nie wieder tötet. Und ein Feuer darauf machen. Und ist es auch ganz sicher, dass Peter Puni uns diesmal nicht wieder veralbert? Peter Puni macht die Friedensmedizin. Die ganze Nacht hat er getan. Na gut, dann rein damit. Ich hoffe, diese Medizin wirkt. Wenn man dran glaubt, hat Pa gesagt, wenn du an etwas ganz fest glaubst, und viel dafür tust. Bestimmt wirkt es dann. Ich glaub ja dran. Jetzt kommt das Feuer oben drauf. Besorgt. Weil uns die Zeit davonläuft. Etwas Zeit haben wir noch, Ningo. Kampfhähne leider auch, die nicht abwarten wollen. Tafend, Purstar und noch einige andere. Und das, weil sie fürchten, dass die Schotten sich verschanzen in den 2 Tagen. Das wird die Cherokee eine Menge Tote kosten. Tja, und die Schotten sicher auch.
Es müsste doch möglich sein, sie zu überzeugen. Wie wär's, wenn du mit mir kämst? Wir sprechen mit ihnen. Ich werde nicht willkommen sein. Vermutlich nicht, Mingo. Vielleicht kommen sie dahinter, gegen wen sie zu kämpfen hätten. Wir können es versuchen. Wir kommen als Freunde. Mr. Boone, Sie sind nicht mehr gern gesehen hier bei uns und ich bin nicht der Freund eines Wilden. Clan McIntosh? Dann müsst ihr von Glasgow herstammen und von Edinburgh, aber weiter nördlich nicht. Man sagt, es sei herrlich dort, wenn auch oft bitterkalt. Das weißt du, du bist ein Wilder. Nur zur Hälfte. Ich bin hier als Cherokee, um Sie zu bitten, verlassen Sie uns, damit kein Cherokee-Elend zugrunde geht. Wir können nicht und wollen nicht abrücken. Kann sein, ihr verliert euer Leben, wenn ihr nicht nachgebt. Mit welchem Recht setzen Sie diese Menschen der Gefahr aus, Mr. McIntosh? Der Clan McIntosh bricht keinen Streit vom Zaun. Weicht jedoch auch nie zurück. Da rennen Sie, Jungs. Die haben wir mit Bravour verjagt. Zwei Tage waren das. So also hatten die Cherokees ihr Versprechen. Taft und noch einige Hitzköpfe. Ein paar faule Äpfel finden sich immer in jeder Kiste, auch bei den Cherokees. Einer von uns ist schlimm zugerichtet. Zum Anheizen reicht. Auf beiden Seiten ein Toter und schon ist der Krieg im Gange. Vielleicht können Mingo und ich das verhindern und euch noch zum Waffenstillstand verhelfen. Hofft mit uns, dass es glückt. Ich komme mit euch. Was auch passiert ist, betrifft den Clan. Und genug dabei zu sein. Jungs, ihr arbeitet hier weiter. Töpfe. Für Siedler und Cherokees. Genug Essen für alle. Thank you.
Und wer sagte, er bleibt zu Hause? Wir haben nichts Verbotenes getan. Nur ein bisschen gekocht. Ich denke, du bist sicher im Camp. Seinen Freunden soll man doch helfen. Was für Medizin soll das sein? Friedensmedizin. Die zaubert den Krieg weg. Und das Töten. Wir taten Mais, Korn und einen Apfel rein. Aber sie ist im Sand zerronnen. Warte, was sagst du? Wo gibt's hier denn Äpfel? Na, vom Friedensbaum. Damit unsere Obstbäume tragen. Erstaunlich. Ich habe 2 Tage Frist versprochen. Er hat mein Gebot übertreten. Und du hilfst ihm? Faule Äpfel gibt's in jeder Kiste. Ich bin sicher, in unserer gibt's auch welche. Klingt fast wie die Rede von Männern, die sich verständigen wollen. Und auch können. Von unseren Söhnen habe ich etwas gelernt. Sie halten Freundschaft. Haben nach Kräften versucht, uns zu helfen. Friedensmedizin, hörte ich von Peter Puddy. Und noch etwas wurde mir klar. In der Medizin ist ein Apfel von dem Friedensbaum dort. Bei dem ganzen Streit geht es um Land. Der Clan McIntosh möchte Hütten bauen und Obstbäume pflanzen auf Deerhorn Flat. Aber das muss das Wild vergrämen. Ja, aber du weißt doch, woher wir den Friedensbaum holten. Ja. Und im Südhang von Squaw Mountain. Wo Wildapfelbäume wie Disteln wachsen. Die Südhänge sind bestens geeignet für den Obstanbau. Uns beiden gehören sie. Euch Cherokees und uns Siedler. Wenn wir beide was abtreten, kann er mit seinen Leuten nach dort übersiedeln. Und damit halten wir Deerhorn Flat frei für das Rotwild. Der Friedensbaum ist wirklich ein Beweis dafür, dass das Land gut ist. Besser als Deerhorn Flat. Aber wir können nicht umziehen. Wir kriegen die Hütten nicht fertig vor dem Winter. Warum machen wir es nicht wie die Söhne? Gemeinsam beraten, gemeinsam ausführen. Bestimmt würden 100 Leute aus Boonesboro ein paar Tage opfern für euren Hausbau. Und bestimmt 4-mal so viel Squaws und Krieger aus eurem Lager, Mineva. Krieger verstehen nichts vom Hüttenbau, aber sie können jagen, anderen mit Essen versorgen. Selbst der stärkste Baum muss sich beugen vor dem Wind. Ich sage auch ja. Gut, dann lasst uns anfangen. Daniel. Mingo. Ich komme von Squaw Mountain. Jetzt fanden die Frauen sich ein. Grüße von Roderick. Ach, und das Wild ist bereits unterwegs über den Deerhorn Pass. Schön. Wir sollten herausfinden, was in der Friedensmedizin drin war, Daniel. Das Zeug hat mächtig Kraft. Well, I can give you some. There was a little left in the bottom of the pot. Israel brought it home. It ought to be around here somewhere. Daniel, as I came in, I noticed 3 little boys stirring something in an iron pot on the other side of the house. What are you trying to do? Fly, Paul, fly. We thought it'd be nice to fly, so we made some new medicine with heart feathers in it. Well, I think we better have a little talk about that. No, no, Daniel. They're just liable to make it work. Daniel Boone was a man, yes, a big man. He was brave, he was fearless, and as tough as a mighty oak tree.
the coonskin cap on the top of old Dan, to the heel of his rawhide shoe. The rippin'est, roarin'est, fightin'est man the frontier ever knew. Daniel Boone was a man, yes, a big man, with an eye like an eagle and as tall as a mountain.